Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist natürlich sehr schwer, nach dem Professor Girtler fortzufahren. Ich weiß nicht, wer das so eingeteilt hat zeitmäßig. Ich habe es vielleicht verdient oder auch nicht, je nachdem. Ich hoffe, es wird nicht zur Strafe. Es gibt sicher ein paar hochinteressante Anknüpfungspunkte an den Professor Girtler. Stichwort Ferdinand Krakowitzer. Krakowitzer hat einen Freund im Ennstal in Losenstein, den Anton Schosser, berühmter Heimatdichter. Es gibt einen interessanten Briefverkehr zwischen den beiden aus dem Jahr 1848. In den Heimatblättern ist es erschienen, ein Artikel darüber als Anknüpfungspunkt. Der Fritz Gröbel ist Hauptschullehrer in Weiher für Musik, begnadeter Musiker, spielt bei den Heiligen Stornern, dort singt er auch, einer Gruppe in Garflenz. Und wenn er es halt geklaut hat, vielleicht für die Lungau, macht nichts, aber es bezieht sich, also jeder dort im Ort versteht es, weil das Lied bezieht sich auf einen starken Konflikt zwischen eigentlich der gesamten Einwohnerschaft in unserer Gegend und einem Förster der Erzdiözese Salzburg, den dort Zuständigen, und der Konflikt dauert seit Jahrzehnten und er schwillt und schwillt und schwillt. Wobei man schon langsam übergleiten in den kirchlichen Bereich, der ja große Rolle spielt bei meinem heutigen Thema. Grundsätzlich möchte ich noch sagen, dass die Bewohnerinnen der traditionellen vier Vierteln von Oberösterreich, sie immer selber auch als ein bisschen widerständig empfunden haben. Wobei allein schon der Begriff der vier Viertel in sich schon wieder sehr widerspenstig ist, weil wir haben ja nicht vier Viertel, sondern fünf Viertel inzwischen oder gar sechs Viertel. Keiner kennt sich wirklich aus. Dass die Mühlviertel eigene Identität haben, das wissen wir. Bei den Innviertel sehen sie es sowieso als Bayern. Hausruckviertel, was ist das, wenn ich das Salzkammergut nicht erwähne? Traunviertel, ich komme selbst angeblich aus dem Traunviertel, bei uns redet niemand von einem Traunviertel. Kein Mensch in der Gegend an Enns, Steyr oder Krems würde sich als Traunviertel bezeichnen. Wir sind vielleicht aus der Eisenwurzen, vielleicht aus der Ferienregion Büren-Briel, aber wir sind Ennstaler und Steyrtaler und Kremstaler, aber keine Traunviertler. Das ist in sich schon ein merkwürdiges Konstrukt, das vielleicht noch zu hinterfragen wäre. Ich komme also aus diesem östlichen Teil, südöstlichen Teil von Oberösterreich, eben an Enns und Steyr und Krems. Bei uns ist eben diese westliche Eisenwurzen oder oberösterreichische Eisenwurzen, es ist alles sehr schwammig, niemand weiß genau, was wir sind, aber ich werde versuchen, den Dr. Markut heute zu widerlegen. Wir haben eine große Tradition der Widerspenstigkeit oder Widerständigkeit, und Sie werden mir vielleicht dann vielleicht beipflichten am Ende. Ich werde sicher mit der Zeit nicht auskommen, deswegen gebe ich gleich einen Überblick über 9 Punkte an Beispielen, worum es geht. Und nur die ersten beiden haben jetzt wirklich streng genommen mit dem mir vorgegebenen Thema zu tun. Ich habe mir erlaubt, als Widerstandsakt gleich das ein bisschen aufzubrechen. Jeder dieser Themen wäre es wert, eine eigene Dissertation darüber zu schreiben. Und ich kann das nur weiterempfehlen an zuständige Professoren. Bitte beauftragen Sie Ihre Studenten, das zu tun. Meine zwei Hauptthemen sind also der Ketzerkrieg gegen die Waldenser, diese Reformbewegung, die auch nach Österreich gekommen ist, und Oberösterreich war das Waldenser Zentrum einmal in Mitteleuropa, und speziell der Hauptort war Steyr. Also das ist eines meiner Kernthemen. In Nachfolge, etwa 200 Jahre später, sind es dann die Wiedertäufer, die eigentlich auf der Vorarbeit der Waldenser dann in unserer Gegend aufbauen, und wo es ganz schnell geht, ich werde auf das Tempo dieser neuen Religiosität, wie schnell sich das verbreitet, noch eingehen, das hat ja seine Gründe. Relativ unbekannte Geschichte, die ich vielleicht nur kurz abhandeln werde, ist das Hierninger Handel, das sogenannte aus 1588. Da gibt sich schon der Anknüpfungspunkt ans nächste Referat von der Kollegin Keller. Ist ein Teil des Bauernkrieges. Was auch sehr unbekannt ist, es gab 1627 ein Nachspiel zum Oberösterreichischen Bauernkrieg im Ennstal, speziell in Losenstein, mit der Ermordung des Zeugsempfängers. Hat auch mit dem Bauernführer Kilian Heizenauer zu tun. Vielleicht
wenn sich zeitlich noch ausgeht, ein paar interessante Anregungen lokalgeschichtlicher Art. Rein sozialgeschichtliche, wirtschaftliche Angelegenheit war der Aufstand der Losensteiner Nagelschmidt-Knechte 1763, wo es um eine wirtschaftliche Besserstellung ging. Auch relativ unbekannt, wir kommen jetzt ins 20. Jahrhundert, ist der Februar 1934, der ja in Steyr extremes Zentrum hatte oder eine Abwicklung mit vielen Toten. Es gab auch in Reichraming so eine kleine Geschichte, wo Schutzbündler sich 2 Wochen in einer Almhütte versteckt haben und von dort versucht eben Widerstand zu leisten. Aber auch hier kann ich das nur jetzt aus Zeitgründen nur antippen ein bisschen. Ähnlich verhält es sich dann mit dem Widerstand in der NS-Zeit. Am Beispiel Todesmarsch der ungarischen Jüdinnen und Juden, Verhalten der Bevölkerung, manche unterstützend, manche mit hinhaltendem Widerstand. Was dann überhaupt nicht mehr in unserem Blickpunkt zu sein scheint, ist die Generalprobe für Hainburg 1984. Die fand nämlich im Reichraminger Hintergebirge statt. Und wenn Sie da draußen vor der Tür eine Ausstellung des Nationalparks Kalkalpen haben, ein Zufall, diese Ausstellung mit Braunbären, dann ist das nur möglich, weil 15 junge Leute 1984 jahrelang, monatelang vorher schon wochenlang Widerstand geleistet haben und 2 Wochen lang die Baustelle besetzt haben dort, gegen alle Widerstände von Landeshauptmann abwärts. Also unglaublich, was eine Handvoll junger Leute im Alter von circa 20 Jahren da geleistet haben. Und alle brüsten sich heute mit dem schönen Nationalpark und den Errungenschaften, aber es hat eigentlich ganz, ganz anders begonnen. Hochinteressante Geschichte, gehört dringend auch aufgearbeitet. Eine Art Fortsetzung war dann ein völlig abstruses Projekt der ÖMV. Österreicher mit Verantwortung hieß das einmal. Inzwischen, also seit 1990, müsste man das vielleicht etwas hinterfragen, weil da wurde ein Bohrturm errichtet, mitten, fast im heutigen Nationalpark in Glenreiflinze auf 1000 Meter Höhe, 1100 Meter Höhe circa, eine riesige Betonplattform mit Bohrturm. Es kam dann auch zu einer Besetzung von Einheimischen, mit Unterstützung von 2 Pfarrern sogar, die haben dort Widerstand geleistet, im besten Sinne. Es hat dann nichts genützt, es wurde trotzdem gebohrt, obwohl die ÖMV wusste, da ist eh nichts zu finden. Also sie haben mehrere Kilometer in die Tiefe gebohrt, wollten Erdgas oder Erdöl finden. Alle haben sie schon als Ölbarone gesehen. Das war dann doch nichts. Symbolisch vielleicht ein Foto von der großen Schlucht da im Reichraminger Hintergebirge. Genau dort, wo Sie sehen vielleicht das kleine Foto auf der rechten Seite, genau dort wäre eine 80 Meter hohe Staumauer hingekommen. Heute kann man dort wieder in Ruhe baden. Das war der Überblick. Mein erstes Kernthema vielleicht, die Waldenser. Aber bevor ich da, es ist mir schon noch ein Bedürfnis zu sagen, wegen des Themas von der Widerspenstigkeit, es ist ja, jeder von uns, jeder der Vortragenden hier hat ja sein spezielles Thema und auch die Region, aus der er kommt, so wie ich eben aus dem Enstal komme. Und kann es schon passieren, wenn Sie zum Beispiel jetzt als Gast in unsere Region kommen und Sie besuchen ein Wirtshaus oder eine Almhütte, dass Sie von der einheimischen Bevölkerung gar nicht einmal so freundlich empfangen werden? Sie werden einmal durchgecheckt, abgecheckt, was halten Sie aus? Und man weiß oft nicht, minutenlang oft nicht, muss man jetzt jeden Moment mit einer Schlägerei rechnen oder sind die Einheimischen einfach so seltsam? Wir waren nie eine Tourismusgemeinde, vielleicht um 1900 noch, als die Wiener nach Weiher gekommen sind, wie der Peter Altenberg 1916 oder in den 60er Jahren, als noch manche Deutsche und Holländer kamen. Jetzt tun sich die Tourismusmanager schwer. Und eine meiner Theorien ist ja, das liegt an unserem Volkscharakter da, in diesem östlichen Oberösterreich. Wir wollen gar nicht, dass da die Busse kommen mit den Touristen. Wir wollen möglichst unter uns bleiben. Höchstens Freunde dürfen kommen, aber die muss man zuerst kennenlernen. Und die werden vorher abgeklopft.
Und das ist nicht so diese umarmende Freundschaft oder dieser umarmende Tourismus, sondern ein bisschen auf Distanz, vielleicht auch eine Form des sanften Tourismus. Warum ist das so? In dieser Gegend an der Enns, ich habe da meine eigene Theorie dazu, kamen immer schon sehr, sehr viele Völker. Es ist die Enns ist ein Schicksalsfluss. Sie erinnern sich, Demarkationslinie 1945. Es war immer eine Grenze, aber auch eine Brücke. Und das beginnt schon, es gibt angeblich an östlichen und westlichen Hallstätter Kulturkreis, also 3000 Jahre an Enns-Grenze könnte man festmachen irgendwo. In der Völker- und Wanderungszeit ging es drunter und drüber, eine Unmenge Völkerschaften, die hier durchgezogen sind, Hunnen, Langobarden, Ostgoten, sind immer ein paar Jahre geblieben, zogen dann weiter in schönere Italien oder Spanien. Hat sich fortgesetzt im Frühmittelalter mit den Ungarn, vor die Awaren noch, unter Matthias Corvinus kommen wieder die Ungarn an die Enns. Die Türken kommen 1532, überschreiten bei Losenstein-Leiten, da haben sie das Schloss belagert, Sie kennen die berühmte Sage, überschreiten da die Enns. Also das werden aber wieder vertrieben. Die Leute müssen mit ständig wechselnden Gefahren zurechtkommen, haben schon eine gewisse dann Fremdenfeindlichkeit, ist vielleicht übertrieben, aber eine gewisse Distanz zu Außenstehenden entwickelt. Es geht weiter. Bayerischer Erbfolgekrieg, 1741 kommen die Bayern. Um 1800 kommen die Franzosen dreimal durchs Ennstal. Gibt sogar eine Schlacht in Großramming. Die Türken übrigens werden niedergemetzelt, kurz vor der Steiermark, in einen Hinterhalt gelockt. Diese Akinchis, die da die Leute terrorisiert haben, da dreht sich das Ganze sogar um. Also die Einheimischen werden zu Angreifern und jagen die Türken aus dem Land und jagen ihnen die Pferde ab. Die Stadt Weidhofen wird auf diese Art und Weise sogar reich und kann sich einen neuen Stadtturm bauen, was wieder den Unmut des Freisinger Bischofs erregt, denen das wieder neidig ist und dann seinen Anteil an diesen erbeuteten türkischen Pferden verlangt. Der Bogen geht in den Zweiten Weltkrieg. An der Enns, sage ich immer, ging der Zweite Weltkrieg zu Ende. Dort haben die deutschen Armeen ihre Waffen in die Enns geschmissen. Heute holen sie unsere Taucher wieder raus und wir stellen das im Enns-Museum in Weiher aus, diese Funde. Die Enns wird Demarkationslinie. Dann, nach 2 Monaten, wird aber diese Grenze zurückgenommen und die 10 Jahre Besatzungszeit verbringen die noch im Ennstal leben, in unter amerikanischer Flagge, und erst ab Weidhofen wird es dann richtig ungemütlich, das ist dann die russische Besatzungszone. Aber das ist vielleicht, um zu verstehen, diese Widerständigkeit, und ich glaube, dass wir das Thema ist richtig gewählt und ich kann das nur unterstreichen und meine Thesen gehen auch in diese Richtung. Die Waldenser, das war ihr Wappen, ihr Leitspruch: Das Licht leuchtet in der Finsternis, Lux lucet in tenebris. Gegründet von einem angeblich reichen Kaufmann Valdes in Lyon. Dieser Valdes, da kennen wir den Vornamen nicht, später hat er sich oder wurde Petrus genannt, um quasi in der Nachfolge Christi zu wirken, ähnlich wie später dann ein berüchtigter Ketzer, der sich auch Petrus genannt hat, also man benutzt das immer ein bisschen. Die Waldenser verbreiten sich dann relativ schnell in Europa, also von Lyon, ein großer Teil geht nach Italien, auch nach Mittelfrankreich, Deutschland, und sie kommen nach Österreich und sie sehen auf dieser leider etwas verschwommenen Karte unseren Bereich zwischen Regensburgs Passau und Wien, ist eine sehr dichte Feststellung von Waldenser Gemeinden. Ich ersuche jetzt um Nachsicht, dass ich nicht alle Punkte eingehe, die Waldenser charakterisieren, wie sich die unterscheiden jetzt, warum sie verfolgt werden. Das ist überall nachzulesen. Es geht jetzt nur darum, wie wird mit diesen Waldensern umgegangen oder warum sind sie ein bisschen anders. Das Thema war ja Ketzerei und Inquisition. Ketzer kommt ja von Katarroi, die Reinen. Die Katharer in Südfrankreich haben auch den Namen davon. Und Inquisition heißt nichts anderes als Befragung. Das kann natürlich auch zur peinlichen Befragung ausarbeiten, wobei peinlich eben nicht was ist, wo man sich schämt, sondern von Pein, von Schmerz und Pein
abstammt, nur zur Begriffsklärung. Sie sehen bereits, um Steyr ist die Dichte der Waldenser Gemeinden besonders hoch. Zur Inquisition schreibt der Spiegel 1998, sie war die Vorläuferin von Gestapo, KGB und Stasi. Vielleicht noch ein bisschen unter dem Einfluss der deutschen Wiedervereinigung, aber Inquisition fordert in diesen Jahrhunderten vom Mittelalter bis ins 18. Jahrhundert nach Schätzungen zwischen 1 Million und 10 Millionen Toten. Also genau wird man es nicht festmachen können, aber betroffen sind Männer, Frauen, Kinder. Die Waldenser gibt es heute noch übrigens in Italien, eine Gruppe von zwischen 40.000 und 80.000 Menschen. Auch hier gehen die Schätzungen auseinander, weil natürlich eine Minderheit, und wir kennen das ja von den Kärntner Slowenen, sich ungern zählen lässt. Wer will das schon, dass man offiziell festschreibt, wie viel Prozent der Bevölkerung man ausmacht. Valdez übrigens stirbt vor dem Jahr 1218, also wir sind mitten im Hochmittelalter, und seine Anhänger machen sich so als Wanderprediger auf die Reise und sie verstehen sich als Arme. Sie nennen sich auch am Anfang die Armen von Lyon, also lehnen jeden Besitz ab und stellen natürlich dann auch die Amtskirche dadurch in Frage. Sie lebten vom Betteln, haben einfache Gewänder und Sandalen getragen, also ganz vom Vorbild vom Jesus her natürlich, und sie haben das Evangelium sehr wörtlich genommen. Und was natürlich auch wichtig ist, sie predigen in der Volkssprache und ihre Messen sind auch in der Volkssprache, im Gegensatz eben dann zu den lateinischen Messen der Amtskirche. Dieser große Unterschied. Und sie studieren die Bibel tagtäglich, stundenlang, lernen ganze Teile auswendig. Es gibt Leute, die konnten das gesamte Neue Testament auswendig. Es wird berichtet von Handwerksburschen, die am Tag gearbeitet haben und in der Nacht haben sie die Bibel studiert oder dann eben diskutiert. Was sie auch ablehnen, ist, klingt eben wie modern, das Fegefeuer. Ich glaube, das Fegefeuer wurde erst im 20. Jahrhundert irgendwann abgeschafft, vor wenigen Jahren. Die Waldenser haben das damals schon gefordert, es gibt kein Fegefeuer. Das nur zu ein bisschen zur Einleitung. Höhepunkt der Ketzerverfolgung in Österreich ist ja das 14. Jahrhundert, aber schon, und jetzt muss ich auch leider wieder irgendwie ein Tabu brechen, die ersten Ketzerverfolgungen, ohne dass jetzt explizit die Waldenser genannt werden, finden schon unter Leopold dem VI., den sogenannten Glorreichen, statt. Er ist wirklich, in den Quellen steht, er hätte die Ketzer Sieden gesotten und gebraten, quasi, wo er überall sie angetroffen hat. Man darf nicht vergessen, er war auf zwei Kreuzzügen, auch bei den Albigenser Kreuzzügen in Südfrankreich dabei, ein einziger Massenmord, und dann vor Damietta war aber ein zweiten Kreuzzug. Trotz aller dieser schönen Bezüge auch Kultur der Babenberger am Wiener Hof mit Minnesang und seine Frau war sehr natürlich... sie war die byzantinische Prinzessin, das hat ein bisschen was Exotisches nach Wien gebracht. Das ist alles sehr schön, aber man darf eben auch die andere Seite nicht vergessen. Es geht dann weiter unter Ottokar II. Von Böhmen, der kaiserlosen Zeit zwischen 1259 und 1266. Schau mal, ja. Ein paar Bilder vielleicht. Und hier ein Überblick, damit Sie das besser verfolgen können, diese vielen Zahlen. Ich werde im Einzelnen das jetzt nicht runterbeten, aber Sie sehen schon, fast überall bei den genannten Orten spielt Steyr eine Rolle. Die Opferzahlen steigern sich, wo nur steht Verbrennungen, da ist nicht klar, wie viele Menschen hingerichtet wurden. Bei allen Zahlen, die vorkommen, kann man annehmen, dass das Zehnfache an Menschen verhört wurde, zum Teil gefoltert wurde und im Gefängnis auch gelandet ist. Manche sogar lebenslang, wie es in den Quellen heißt. Nur in einem mittelalterlichen Gefängnis, da ist lebenslang eh meistens sehr kurz. Das kann man sich ja vorstellen. Ein
sogenannter Passauer Anonymus. Das war ein Geistlicher, der bei dieser Inquisition dabei war, wo 42 Pfarrer in Oberösterreich und Niederösterreich gefunden wurden. Der beschreibt die verschiedenen Orte, und vielleicht kennen Sie einige, in denen es Skole gab, sogenannte Schulen der Waldenser. Das sind Steyr, St. Florian, Ansfelden, Sierning, Weißkirchen an der Traun, Neuhofen an der Krems, Wels, Schwanenstadt, Gunskirchen, St. Marienkirchen an der Polsens, Pupping bei Everding, Christkirchen, Enns, Buchkirchen, Kammer im Attergau. In der Pfarre Neuhofen an der Krems gab es sogar 10 solcher Skole. Also es waren kleine Gruppen, die sich besonders eben dem Studium gewidmet haben. Es gab sogar eine eigene Skole für Aussätzige angeblich, eine Skole Leprosorum, hat das auf Lateinisch geheißen, wo eben wirklich Aussätzige, ob sie jetzt Lepra hatten oder nicht, jedenfalls kranke Menschen zusammengekommen sind. In der Phase noch, wo das festgestellt wurde, da sind die Waldenser von ihren Nachbarn vorher noch relativ geduldet worden. Das ändert sich aber immer dann, wenn die Grundherrschaft oder der Landesfürst oder eben der Bischof einen Inquisitor bestellen oder gleich mehrere, und dann beginnt eben systematisch die Verfolgung. Und ich nehme auch an, dass gewisse Denunziation dann natürlich auch mit eine Rolle gespielt hat, aber darüber steht in den Quellen oft relativ wenig. Die Waldenser müssen jedenfalls ein bisschen in den Untergrund, sonst hätten sie nicht überlegt. 1311, 1315 verlagert sich das Schwergewicht ein bisschen von Steyr nach Krems, St. Pölten und Wien. Dort brennen aber schon die Scheiterhaufen. In Steyr ist nach wie vor der Boden recht gut für die Waldenser, weil Steyr ist immer ein Ketzerzentrum, und die Ursachen dafür sind vielleicht nur zu vermuten. Steyr ist das wirtschaftliche Zentrum, damals die wichtigste, bedeutendste Stadt Oberösterreichs. Das ändert sich erst, als dann der Kaiser Friedrich III. Seinen Sitz im Linzer Schloss nimmt. Dann kriegt Linz eine andere Stellung, aber vorher ist Steyr die wichtigste Stadt, eben aus wirtschaftlichen Gründen. Zentrum der Eisenwurzen, dort sitzen die reichen Hammerherren, die schwarzen Grafen, und bestimmen eigentlich einen Wirtschaftsraum, der vom Erzberg über Steiermark, Niederösterreich und Oberösterreich geht, und wo europaweiter bis weltweiter Handel betrieben wird. Die verstehen sich wirklich als fast Adelige, als Geldadelige, und haben dementsprechend Einfluss, und Steyr ist da die wichtigste Stadt zu der Zeit, ist in gewisser Maße weltoffen, treibt Handel mit Nürnberg, mit Augsburg, ins Deutsche Reich, nach Frankreich, über Venedig ins Mittelmeer. Und da kommen natürlich Ideen sehr viel schneller in die Stadt als in ländlicheren Gegenden. Ja, richtig schlimm wird es, ich muss das abkürzen, sonst völlig aus dem Zeitrahmen, 1397. Das ist eigentlich das Hauptdatum der Ketzerverfolgung, und es passiert in Steyr, und es sind 80 bis 100 Menschen, die da gefoltert und verbrannt werden. Schuld daran oder maßgeblich beteiligt und stolz darauf ist der Inquisitor Petrus Zwicker, Nomen est Omen, Zwicker, der das Ganze anleitet. Der nimmt seinen Aufenthalt in Garsten neben dem Stift im Pfarrhof und beginnt systematisch und sehr, sehr streng die Waldenser auszuheben, zu verfolgen, nimmt sich alte Protokolle her, war schon öfter in Steyr, und lässt an die 1000 Menschen aus der Umgebung von Steyr und Enns zu sich kommen, und die werden überprüft. Wie weit Folter angewandt wurde, weiß man nicht, aber es waren ziemlich schlimme Verhöre, wobei da auch Frauen und Kinder dann untersucht wurden. In Wolfern zum Beispiel wurden ja 7 in Unterwolfern, allein ein kleines Dorf Unterwolfern, wurden 7 der Waldenser verbrannt, und der Druck war so groß, dass die Leute versucht haben, den Zwicker umzubringen, loszuwerden. Sie haben den Pfarrhof angezündet, haben verbranntes Holzstück am
am Stadttor in Steyr montiert und ein zweites Mal haben sie es auch nie, noch probiert, aber sie haben es, es ist ihnen nicht gelungen, ihn zu beseitigen und er hat dann also rigoros durchgegriffen, ohne Gnade. 1395 ist ein Zitat von ihm überliefert, von Petrus Zwicker: Mögen Acht haben alle katholischen Fürsten, mögen sie sich anstrengen, dass alle die nichtswürdigen Heretiker, die mit Mord und Brand drohen, gefangen, peinlich verhört und zur Einheit des katholischen Glaubens zurückgebracht werden. Also in dem Fall jetzt um jeden Preis. Die Hinrichtungsstätte zurück. 600 Jahre nach 1397, 600 Jahre später, war das das erste Mal. Also bis dahin war es fast absolutes Tabu. Nur in ein paar Fachzeitschriften hat man über die Inquisition und die Ermordung der Waldenser berichtet. War es das erste Mal, dass man ein Denkmal gemacht hat. 19 auf private Initiative, auch von protestantischer Seite oder evangelischer Seite her. Von einem Steirer Künstler, dem Gerold Brandstätter, der ist leider beim Motorradunfall verunglückt 2004. Er hat das gemacht, das Kunstwerk. Und die Frau daneben stellt also die Sehnsucht nach Hoffnung und Frieden dar. Dargestellt ist links die Flamme, wo die Waldenser eben, also die Gesichter und die Menschen, wo die zu sehen sind, wie sie verbrannt wurden. Ein Detail aus dem... Das ist also neben dem Schloss Lamberg, wer Steyr kennt, das ist links ist der Abgang dann zur Enge in der Stadt Steyr. Gibt es auch eine Erinnerungstafel. Ja, ich werde dann zum Hinrichtungsort der Waldenser dann noch genauer mich auslassen, nachdem wir die Wiedertäufer gemacht haben. Die Waldenser-Bewegung ist damit ausgelöscht. Also mit diesen 100 Hinrichtungen, vielen Arrestierungen. Ja, wie viel Zeit haben wir noch? Ob ich jetzt ins Detail ein Beispiel vielleicht, was das ganz gut festmacht. Es gab eine Else Feuer, hat die geheißen, aus Dambach bei Garsten. Die hat schon als junge Frau vor dem Inquisitor Heinrich Ölmütz abschwören müssen. Und 1391, als der Zwicker schon einmal, das ist jetzt, ich gehe vielleicht zurück zu den Waldensern, als der Zwicker schon einmal in Steyr war, ist sie zwar nicht zum Tod verurteilt worden, aber eine schwere Strafe wurde auferlegt. Sie musste also jeden Sonntag einen Rundgang um die Gastner Ortskirche machen. Und der Pfarrer ist hinterher nachgelaufen mit einer Rute und hat sie schlagen dürfen. Und nachdem der Rundgang vorbei war, musste sie sich auf die Schwelle der Kirche legen, mit dem Rücken am Boden. Und jeder Gläubiger, der die Kirche betreten hat, durfte hintreten, so oft er wollte, und drübersteigen. Und das bitte jeden Sonntag. Also das war nicht ohne, es ist dann kein Wunder, dass natürlich solche, die wir mal anokatholisch machen, Methoden nicht funktioniert haben. Und jetzt, 1397, ist der Zwicker wieder da und holt sich die arme Elsa Feuer. Und sie sagt dann, sie interessiert das alles nicht und sie bleibt bei ihrem Glauben und fasten tut sie zu Allerheiligen, nicht wegen der Heiligen, weil die werden auch abgelehnt, sondern nur wegen Gott fastet sie. Das hat genügt und sie wurde auf dem Scheiterhaufen verbrannt, im sogenannten Kraxental. Das ist eine Gegend zwischen Garsten und Steyr, heute sehr verbaut. Da gibt es die Reithofer-Werke dort, aber man kann doch, wir werden nachher ein paar Bilder sehen, wo man das ausfindig machen kann. So, da vielleicht zu den Wiedertäufer dann. Die Wiedertäufer, wir sehen, wir machen einen Sprung 150 Jahre später, 200 Jahre später. Die Wiedertäufer finden innerhalb kürzester Zeit, Sie wissen, Reformation, Martin Luther, 1517, 1521 gebannt. 1527 taucht ein Johann Hutt in Österreich auf. Er ist ein Gefolgsmann des heute schon angesprochenen Thomas Münzer und seiner Mystik, er verbreitet ist, ein begnadeter Prediger, der vor allem die Frauen interessiert, die laufen ihm in Scharen zu. Also er geht zuerst nach Wien, in der Kärntner Straße, da gibt es schon eine Täufergemeinde,
Es gibt, er trifft schon auf Täufergemeinden. Die Wiedertäufer sind auch so eine vorprotestantische Gruppe, die haben sich in der Schweiz von den Calvinisten, vom Zwingli abgespalten, laufen unter verschiedenen Namen, unter Hutterer, unter Mennoniten oder im Täufer oder Wiedertäufer. Und Johann Hutt muss aber dann, es wird brenzlig in Wien, der Landesherr merkt schon, da ist was im Gange. Und 1527, Sie sehen das Datum, wir haben Kaiser Ferdinand, den Ersten, der ist sehr nervös, ein junger Kaiser, von in Spanien erzogen und von spanischen Beratern beraten, auch in Fragen der Inquisition. 1526 war die Schlacht bei Mohacs, er ist Thronfolger geworden, Böhmen und Ungarn sind bei Österreich. Und 1529 wird jetzt die erste Türkenbelagerung stattfinden. Die Türken sind bereits eine Bedrohung. Und jetzt denkt er sich, ich muss sowieso gegen die Türken kämpfen, ich brauche nicht den Wirbel da. Ich beseitige mal die Ketzer. Und es beginnt sehr langsam. Wo werden sie sich rühren? Natürlich in Steyr. Johann Hutt flieht aus Wien übers Land, also durchs Bistingtal, kommt dann mit 3 Genossen in der Nacht nach Steyr. Und dort wird er aber gleich vom Burgkaplan aufgenommen, ganz eigentümlich am Schloss Steyr. Der Burgkaplan ist schon Wiedertäufer und der führt ihn in die besten Häuser, in die Patrizierhäuser, in die Häuser der schwarzen Grafen ein. Patrizierhäuser ist der falsche Ausdruck, eben in diese Hammerherrenhäuser. Und dort findet er begeisterte Anhänger. Und wirklich vom Knecht und von der Magd bis zum reichen Hammerherrn gibt's Anhänger. Aber natürlich, der Magistrat Steyr kriegt vom Landesherrn den Auftrag, Wiedertäufer verfolgen und ausliefern ans Gericht. Es gibt ein langes Hin und Her, 1527, der Hutt kann noch fliehen. Er wird ein paar Jahre später aber dann doch gefasst, gefoltert und sein Ende ist sehr tragisch. Im Kerker schläft er ein auf ein Strohlager, eine Kerze brennt daneben, die Kerze fällt um, das Stroh entzündet sich. Der Hutt erstickt, dann wird er noch vor Gericht gezerrt und dann noch der Leichnam wird dann noch verbrannt, damit er ja, natürlich, sie dürfen ja kein normales Begräbnis haben, sonst könnten sie in den Himmel kommen. Ketzer müssen ja dem Feuer überantwortet werden. Jetzt werden auch die Leichen noch verbrannt. Das macht der Zwicker auch immer. Der lässt so in Mähren zum Beispiel, lässt der Gräber, also die Toten aus den Gräbern holen, ihre Häuser schleifen und die Toten aus den Gräbern werden noch verbrannt. Also der wollte es 150%ig machen. In Steyr, dann bei den Wiedertäufern, gibt es 12 Hingerichtete in Summe, auch wieder im Kraxental bei Garsten und dort werden sie auf den sogenannten Ketzerfreithof verbrannt. Ich mache es jetzt schnell, wir gehen nach Garsten kurz, die Stiftskirche, die ehemalige steht da, weil sie jetzt ein Gefängnis ist und die ehemalige Stiftskirche dient als Pfarrkirche. Der Ort, wo die Waldenser und die Wiedertäufer bestattet wurden, ist am sogenannten Ketzerfriedhof in Pyrach. Sie sehen am linken Bild diese große Kapelle. Warum die große Kapelle da steht, weiß man heute nicht mehr. Ich kann mir es aber gut vorstellen, also in dieser Erinnerung an diese Taten, die da so unterschwellig immer über die Jahrhunderte überlebt haben, ein gewisses Schuldbedürfnis war vielleicht damit verbunden, im Bereich dieser Kapelle wurde die Asche dann vergraben oder auch in die nahe fließende Enz geschüttet. Wir gehen jetzt kurz in die Stiftskirche Garsten hinein. Hochinteressantes Detail, wie geht die Nachwelt um mit diesen Verbrechen, die eigentlich nirgends aufscheinen, die hat es quasi nicht gegeben. Diese hunderte von toten Menschen und Gefolterten. Aber es drückt sich in der Sage aus. Und ich bin der Meinung, unsere oberösterreichischen Volkssagen gehören nochmals dringend abgeklopft auf ihren historischen Wert. Das ist keine Lektüre für Kinder oder Jugendliche, sondern für Historiker und für Psychoanalytiker, finde ich. Ganz wichtig. Es gibt in der Stiftskirche Garsten diesen linken Seitenaltar, das ist der zweite, wenn Sie da reinkommen. Da wird dargestellt die Ketzermadonna und die Sage von der Ketzermadonna. Diese Figur wäre angeblich von Bilderstürmern zerhackt und verbrannt worden und sie haben es jedenfalls probiert und es ist ihnen nicht gelungen. Das ist die Ketzermadonna, wie sie heute ausschaut. Links unten auf diesem Medaillon am Altar ist die Sage dargestellt. Also da sieht man etwa um 1565 herum
Ketzer, die also da einhacken auf die Madonna, sie im Feuer braten. Rechts fließt da die Enz. Und es gelingt ihnen nicht, aus irgendeinem Grund ein Wunder geschieht. Da sieht man es, wie sie bearbeiten. Und bitte erinnern Sie sich, Feuer, Wasser in dem Zusammenhang. Und dann schmeißen sie sie in die Enz und diese Ketzer-Madonna schwimmt aber flussaufwärts Richtung Stiftgarsten zum Kloster. Und dann wird eben die dort in einen Altar untergebracht. Ja, meine Theorie ist dazu jetzt, die Sage von der Ketzer-Madonna ist eine Umdeutung der historischen Wahrheit. In Wirklichkeit wurde also nicht eine Marienstatue da verbrannt, sondern die Waldenser und die Wiedertäufer. Bei den Wiedertäufern gab es eine Frau eines Handwerkers, die wurde in der Enz ertränkt. Das steht so in den Quellen drinnen. Also haben wir das mit dem Feuer ein bisschen. Das Zerhacken, die wurden ja zum Teil geköpft und Köpfen damals war eben mit dem Beil und dann verbrannt. Das ist einfach eine Umdeutung der Geschichte im Sinn der Gegenreformation. Die Opfer werden zu Tätern gestempelt und man hat ein gutes Gewissen bis heute. An die Wiedertäufer erinnert zum Beispiel dieser Wiedertäuferbrunnen im Quenghof in Steyr, ist jetzt restauriert. Ich konnte aber nichts Näheres darüber erfahren, vermutlich aber diente es zu diesen Taufen. Die Wiedertäufer kommen auch ins Enztal, in die Taverna Mosing Kleinreifling. Das Gebäude rechts steht noch, dazwischen ist jetzt die neue B115 und das Gebäude links wurde leider weggerissen. Das war nämlich das sogenannte Protestantenstöckel oder das Lurderische, wie die Einheimischen sagen, das Lutherische, das Lurderische. Und im ersten Stock, wo da die Treppe hinaufgeht, da haben die Wiedertäufer ihren Gebetsraum gehabt. Der war angeblich mit Fresken ausgeschmückt und hier haben sie sich getroffen. Zumindest in Zeiten, wo sie noch nicht verfolgt wurden. Leider ist das Gebäude demoliert worden. Da geht jetzt die Eisenbundesstraße drüber, die B115. Weiteres interessantes Detail. Es gibt viele Orte in Oberösterreich, die heißen Teufelskirche. Zumindest von einem. Also es gibt im Nationalpark, im Waldviertel, im Müllviertel gibt es Teufelskirchen en masse. In Reichraming, da ist es überliefert, dass in der Teufelskirche von Reichraming, das ist da hinten zwischen den Häusern zu sehen, die schaut ja auch ein bisschen aus wie ein Kircheninnenraum, da haben die Wiedertäufer, vor allem die ärmeren Wiedertäufer, ihre geheimen Zusammenkünfte abgehalten und Messen gefeiert. Der Bezug zu Reichraming ist insofern interessant, weil es gab einen reichen Hammerherrn, den Leonhard Köberer aus Nürnberg, der hat in Steyr ein Handelshaus gegründet und der war Wiedertäufer. Und der hat den Glauben an den Paul Köberer, an den Wolfgang Köberer, seinen Enkel weitergegeben und dieser Wolfgang Köberer hatte eine Messingfabrik in Reichraming und war großer Unternehmer. Auch in Dernberg gibt es Teufelskirche, gehe nicht näher darauf ein. Die Barbara Köberer, die Gattin von Wolfgang Köberer. Der Köberer hat abgeschworen dann irgendwann, die waren ja sehr geschickt bei den Untersuchungen, die reichen Handelsherren, die haben gesagt, wir haben damit nichts zu tun, uns ist das alles egal, so ernst nehmen wir das nicht. Aber die einfachen Leute, die sind beim Glauben geblieben. Und das ist genau jetzt auch immer dieser Kampf, stehe ich zu meinen Grundsätzen oder schaue ich, dass meine Familie gerettet wird oder dass ich nicht umgebracht werde oder gefoltert. Diese Diskrepanz zieht sich bis heute hin. Barbara Köberer ist bis zu ihrem Tod beim Glauben der Wiedertäufer geblieben. Interessanter Ansatz, die Pfarrkirche von Opponitz in Niederösterreich, also nach Weidhofen, Opponitz, besitzt diesen wunderbaren, schönen das Steinepitaph aus Marmor der Barbara Köberin. Und sie wurde dort bestattet, weil ihr Bruder, der Daniel Strasser, einer der reichen Strasser aus Steyr, hat vorher die Herrschaft Gleis gekauft und so konnte sie in einer Pfarrkirche bestattet werden, weil das aber der Familie gehörte. Wenn das ein öffentlicher Friedhof gewesen wäre, ist das natürlich, wäre das nicht in Frage gekommen. Die Reichen konnten es sich wie immer richten, die Ärmeren, die haben drauf gezahlt. Aber irgendwie der Wunsch nach einer besseren Welt, der ist geblieben. Und ich muss jetzt leider beenden. Dankeschön.